Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten, bleibt immer schön sportlich fair. Ansonsten geht's jetzt los. Am Mittwoch geht dann die dritte Liga los, aber jetzt hier erstmal Dresden gegen Paris. Das ist definitiv eine besondere Partie für Dynamo Dresden. Man kann sich gegen die besten messen, gegen Paris Saint-Germain. Die haben auch aufgerüstet. Jesse oder Ander Herrera beispielsweise neue Gesichter. Aber auch alte Bekannte, so wie Julian Draxler. Die erste Möglichkeit gab es dann hier in der Frühphase der Partie durch Erik Maxim Choupo-Moting. Auch der ist einem bekannt, ja, in der Bundesliga unter anderem für Schalke aktiv gewesen. Hier eine gute Parade von Neuzugang Kevin Broll. Doch wie erwartet war dann Paris die klar spielbestimmende Mannschaft. Choupo-Moting wieder mit dem Abschluss. Der dreht sich dann aber aus dem Tor heraus. Doch auch Dynamo Dresden kam vorm Pausenpfiff mal zu einer Möglichkeit, weil es hier nicht richtig gut geklärt werden kann. Das ist Moussa Kone und der wird richtig gefährlich. Schöne Drehung, guter Abschluss und viel fehlte da in dieser Szene wirklich nicht. Eine zufriedenstellende Partie für Dynamo Dresden. Nach 45 Minuten stand es 0:0. Und sie stellten sich wirklich gut an. Es war klar, dass man Paris nicht komplett verhindern konnte, aber über weite Strecken war das wirklich eine starke Defensivarbeit. Dann wieder Jesse mal mit einer Chance. Doch da war auch noch nicht alles so wirklich eingespielt. Wie gesagt, auch einige Neuzugänge bei Paris, die noch nicht so ganz gut harmonierten. Wieder Choupo-Moting. Der durfte heute über 90 Minuten ran. Bekommt ja teilweise nicht so viel Zeit, sich auszuzeichnen. Hier scheitert er dann wieder an Kevin Broll. Wirklich guter Neuzugang von Sonnenhof Großasbach. Nun aber auch wieder Dynamo Dresden. René Klingenburg, Lukas Röser. Die Abschlüsse waren da. Natürlich nicht so häufig wie für Paris, aber dennoch konnte man das lobend erwähnen. Und tatsächlich blieb es am Ende bei diesem Resultat. Paris gegen Dresden. Ein 0:0, das besonders Dynamo Dresden Auftrieb für die Zweitligasaison geben kann. Die TSG aus Hoffenheim gegen den SSV Jahn Regensburg. Eine Partie bei äußerst hitzigen Temperaturen. Bundesliga gegen Bundesliga 2. Für Regensburg geht die Saison ja in anderthalb Wochen knapp schon wieder los. Gegen Hoffenheim nochmal guter Test, um sich einzustellen für das, was dann in der zweiten Liga auf sie zukommen wird. Die erste Möglichkeit für Adam Schorloy hätte aber auch sowieso nicht gezählt. Dieser Treffer stand im Abseits. Regensburg kombinierte sich von hinten aber teilweise richtig gut nach vorne und hatte einen guten Eindruck hier hinterlassen. Salah mit der Flanke, Jan-Marc Schneider mit dem Kopfball im Tor der Sinsheimer heute. Philipp Pentke, ein alter Bekannter, kam ja jetzt gerade erst im Sommer vom SSV Jahn Regensburg. Teilweise spielten sie sich aber zu viel von hinten raus beim SSV, dass auch Risikoaktionen entstanden. In diesem Fall konnte Hoffenheim diesen kurzen Ballverlust aber nicht ausnutzen und Regensburg blieb dran. Er hielt dann nochmal diese Möglichkeit, Pentke aber mit der Parade. 45 Minuten gespielt, noch kein Treffer für Regensburg, aber durchaus ein zufriedenstellender Spielverlauf. Jetzt wurde Hoffenheim aber deutlich stärker und Lukas Rupp direkt mal nach Wiederanpfiff mit einer guten Möglichkeit. André Weiß kann hier gut parieren, der hätte ansonsten ziemlich gut gepasst. Doch der Druck der Hellblauen wurde jetzt weiter erhöht. Das ist Lukas Rupp, der nicht richtig angegriffen wird. Eine Richtungsänderung. Und dann hat er freie Bahn. 62. Spielminute, 1:0 für Hoffenheim. Der Bann war gebrochen in dieser Partie. Regensburg in Rückstand. Und jetzt Adam Schorloy über die linke Seite. Wunderbare Flanke und Ilas Bebu nickt zum 2:0 ein. Knappe Viertelstunde vor dem Ende.
steht am zweiten Pfosten etwas zu frei und da ist dann nichts mehr zu halten. Doch auch Regensburg zeigte sich nochmal nach vorne. Grüttner, Jan George steckt durch zu Jan-Marc Schneider, aber der Treffer sollte dem SSV Jahn heute nicht gegönnt gewesen sein. Am Ende ist es ein 2:0 verdientermaßen für die TSG, aber Regensburg hat besonders im ersten Durchgang auch durchaus überzeugen können. Ein richtig schönes Ostduell zwischen dem FC Erzgebirge Aue und Hertha BSC im heimischen Erzgebirgsstadion der Aue. Hier hatten sie in der Anfangsphase erstmal Probleme gegen die Berliner ins Spiel zu kommen, weil die vorne gut drauf gingen. Eduard Löwen legt zu André Duda und eine wunderbare Möglichkeit. Ein Abschluss, der aber nicht platziert genug war. Männel muss sich eingreifen. Doch der FC Erzgebirge Aue lauerte dann auf kleine Fehler. Tess Troth steckt durch zu Tom Baumgart. Und der trifft nur das Aluminium. Richtig knappe Sache. Da hätte es schon scheppern können. Kurz vorm Seitenwechsel dann aber nochmal die Berliner. André Duda mit dem linken Fuß visiert das lange Eck an. Und das macht er richtig gut. 40. Spielminute 1:0 für die Berliner Gäste. Das war dann auch gleichermaßen der Halbzeitstand. Der FC Erzgebirge Aue hatte eben diesen Aluminiumtreffer. Damit konnten sie zufrieden sein. Erfolgreich waren sie aber eben noch nicht. Im zweiten Durchgang wollten sie das dann ändern. Philipp Riese, Nikola Sessa gut durchgespielt. Am Ende die richtig gute Möglichkeit für da Ferner, aber der zielt etwas zu hoch. Jetzt eine Standardsituation für Aue von der rechten Seite. Der Kopfball dann von Klünter noch gerade so an die Latte gelenkt. Ist da mit den Haarspitzen dran. Am Ende wird es mit etwas Glück geklärt. Nun die Berliner nochmal in der Schlussphase und da sind sie dann eben abgezockt. Javairo Del Rojun in der 89. Minute macht hier alles klar. Aue hätte eher den Ausgleich verdient gehabt als die Hertha das 2:0. Aber sie sind eben ein Erstligist. Die sind clever und machen dann im Endeffekt die entscheidenden Treffer. PSV Eindhoven gegen den VfL Wolfsburg im Philippstadion im heimischen, eben der Eindhovener. Der VfL wollte aber von Beginn an dem Spiel seinen Stempel aufdrücken und das taten sie dann auch direkt mal mit einer guten Möglichkeit für Joao Victor, der dann aber etwas zu unplatziert geschossen war. Doch auch die PSW, klar, zeigte sich gefährlich nach vorne über die linke Außenbahn. Schöne Flanke hineingebracht, aber Pavao Pervan passt auf und fängt diesen harmlosen Kopfball gut ab. Die Wolfsburger können sich ja schon mal auf internationalen Fußball hier so ein bisschen einrichten, spielen ja in der kommenden Saison in der Europa League. Jetzt nochmal der VfL über Wout Weghorst. Schöne Flanke und irgendwie setzt sich da in der Mitte Joao Victor durch. Der ist gar nicht so groß, dieser Neuzugang, aber da fehlt die Abstimmung bei den Niederländern. Beide gehen nicht hoch da und davon profitiert der Wolfsburger. Nach 45 Minuten stand es dann auch 1:0, war durchaus dem Spielverlauf entsprechend. Und im zweiten Durchgang wollten es die Wölfe noch besser machen. Arnold über die rechte Seite nimmt da Yunus Mali mit und da war der zweite Treffer. 57. Minute, Weghorst in seinem Heimatland nickt da das Ding ein, kassiert dafür auch ein paar Pfiffe. Und nochmal der VfL. Joao Victor fast mit dem Doppelpack jetzt. Aber so etwa mit der guten Parade. Eindhoven wirkte noch nicht ganz so gut eingespielt wie Wolfsburg. Und somit war dieses 0:2 nach wie vor gerechtfertigt. Jetzt mal über Dumfries. Die rechte Außenbahn wird bearbeitet. Bergwijn, dann der Abschluss, aber das war natürlich viel zu harmlos. Weder mit genug Präzision noch mit
genügender Härte der Schuss von Pereiro. Und in der Schlussphase nochmal der VfL. Giavogi legt in die Mitte das Arnold. Der trifft aber nur den Außenpfosten. Fast sogar noch das 3:0. Das wäre dann vielleicht aber auch des Guten zu viel gewesen. Über die 90 Minuten hinweg gesehen muss man natürlich sagen, ein richtig starkes Spiel der Wölfe. Damit können sie zufrieden sein. Darauf können sie aufbauen. Eindhoven hingegen enttäuschte eigentlich über weite Strecken. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten geht's halt bald mit der dritten und der zweiten Liga los. Ein paar Testspiele sind auch noch geplant. Naja, bis dann und ciao.